Chemnitz am letzten Sonntag. Auf einem Volksfest kommt es am frühen Morgen zu einem tödlichen Streit. Bei einer Messerstecherei werden drei Männer verletzt. Einer von ihnen, ein 35-Jähriger, stirbt. Sonntagnachmittag. Chaotik Chemnitz ruft über Facebook zu einer Spontandemo auf. Auch die AfD mobilisiert ihre Anhänger. 800 Menschen demonstrieren. Sonntagabend. Zwei junge Tatverdächtige werden festgenommen. Ein Iraker und ein Syrer. Seit Montag sind sie in Untersuchungshaft. Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, dann gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Es gab sogar noch einen schlimmeren Tweet aus ihren Reihen. In Nordrhein-Westfalen hat jemand getwittert, wenn das Walvieh zum Schlachten freigegeben wird, dann hat das Walvieh das Recht, sich zu wehren. Der Urvorgang, sprich der Mord an einem 35-Jährigen in Chemnitz, und zwei sind auch noch schwer verletzt. Ich hatte bei manchen Zeitungen den Eindruck, dass mit regelrechter Erleichterung sich auf dieses zweite Ereignis gestürzt wurde, was fürchterlich ist, und das erste Ereignis, nämlich der Mord und die zwei Schwerverletzten, erst mal gar nicht vorkam. Und die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2016, neuere Zahlen sind noch nicht valide, weisen aus, dass bei Tötungsdelikten die Flüchtlinge mit einem Faktor 10 mehr beteiligt sind als hier lebende Bevölkerung. Und wenn dann solche Dinge stattfinden, wie jetzt in Chemnitz oder vorher in Offenburg, wo praktisch gar nicht darüber berichtet wurde, die Tagesschau hat gesagt, das sind regionale Ereignisse. Wenn aber viele regionale Ereignisse irgendwann stattfinden, dann wird es ein nationales Ereignis. Ich bin Familienvater, ich bin Handwerksmeister, ich habe drei Kinder, ich mache mir Sorge. Und deswegen bin ich übrigens auch in die Politik gegangen, weil ich gemerkt habe, dass die etablierte Politik für meine Fragen, für meine Probleme keine Lösung mehr hat. Die heutige Mitte, die wird deswegen schon als rechts kritisiert, weil sie einfach Kritik an der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hat. Schönen guten Abend hier live aus Köln. Das ist eine besondere Sendung, nicht nur wegen des Themas, sondern weil auch heute ein Teil meiner Gäste noch in der Luft ist. Wir werden also sehen, dass wir die Runde füllen. Aber ein Teil meiner Gäste ist schon da und sehr spontan dazugekommen, Wolfgang Bosbach, weil wir über Schieflagen reden wollen, die ja, Herr Bosbach, Ausgang genommen haben in Sachsen. Aber der Bundespräsident hat sich geäußert, die Bundeskanzlerin hat sich geäußert, hat Chemnitz über Sachsen hinaus eine Bedeutung, die Sie sehen würden, diese Tage, die wir jetzt erlebt haben dort? Natürlich haben die dramatischen Geschehnisse eine Bedeutung über Chemnitz und Sachsen hinaus. Denn wenn sich in dieser Form über längeren Zeitraum hinweg der Mob austoben kann, wenn viele Menschen, und die überwiegende Zahl ist ja friedlich und rechtstreu, wenn die Menschen das Gefühl haben, der Staat kann sie nicht mehr so schützen, wie er sie eigentlich schützen müsste, dann ist das ein Problem für unser Land, nicht nur für Chemnitz. Haben Sie denn Verständnis für die Bürger, die in Sachsen auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben? Ja, ich habe für die berechtigten Anliegen von Menschen Verständnis. Zur Demonstrationsfreiheit gehört nicht nur, dass man von links anmarschiert, man darf sogar von rechts anmarschieren. Man darf sogar sagen, dass viele aus der politischen Mitte empört waren über die Tat von Chemnitz. Und wenn man dagegen demonstriert, ist das legitim. Nicht legitim ist die Ausübung von Gewalt. Hetzjagd auf andere, das geht gar nicht. Frau Renner, Sie waren vor Ort. Wir hatten beides ja schon, leider. Wir haben tödliche Messerattacken gehabt, auch mit der Beteiligung von Migranten. Wir hatten auch schon rechte Aufmärsche. Hat für Sie das, was Sie in Chemnitz gesehen haben, eine andere Dimension als das, was Sie bisher kannten? Hetzjagd gemacht wird, die Nazis, dass die Naziszene dies als Triumph auffasst und natürlich weiterhin ihre rechten autoritären Umsturzfantasien in Gewalttätigkeiten, in Angriffen, aber auch Anschlägen münden lässt. Die Gefahr von rechts, die Gefahr dieser rassistischen Straßenmobilisierung negiert. Chemnitz wollte am vergangenen Wochenende eigentlich feiern, und zwar 875 Jahre Stadtgeschichte. Tatsächlich muss sich Chemnitz jetzt auseinandersetzen mit dem, was in diesen Tagen passiert ist. Hier sind einmal noch mal die Ereignisse im Überblick. Chemnitz am letzten Sonntag. Auf einem Volksfest kommt es am frühen Morgen zu einem tödlichen Streit. Bei einer Messerstecherei werden drei Männer verletzt. Einer von ihnen, ein 35-Jähriger, stirbt. Sonntagnachmittag. Chaotik Chemnitz ruft über Facebook zu einer Spontandemo auf. Auch die AfD mobilisiert ihre Anhänger. 800 Menschen demonstrieren.
Sonntagabend. Zwei junge Tatverdächtige werden festgenommen. Ein Iraker und ein Syrer. Seit Montag sind sie in Untersuchungshaft. Morgen besucht Ministerpräsident Michael Kretschmer Chemnitz. Weitere Demonstrationen sind bereits angekündigt. Herr Bosbach, es gibt, was die CDU und die Aktion der CDU gibt in Sachsen, durchaus auch härtere Kritik, als sie jetzt von Kurt Biedenkopf kam, und die richtet sich auch gegen Angela Merkel. Wolfgang Kubicki sagt, die Kanzlerin trägt eine Mitschuld an diesen rechtsextremen Übergriffen. Die Wurzeln für die Ausschreitungen lägen in "Wir schaffen das" von Angela Merkel. Irrt er völlig? Diese Kritik teile ich nicht. Es ist immer problematisch, bestimmte Ereignisse bestimmten Personen zuzuordnen. Aber eins ist leider richtig. Die Flüchtlingspolitik hat das Land gespalten. Das ist so. Mhm. Es gibt große Zustimmung für die Flüchtlingspolitik. Es gibt harte Kritik an der Flüchtlingspolitik. Und wenn Sie mich jetzt nach ziemlich genau 3 Jahren fragen, sind die größten Versäumnisse dort geschehen, wo man nicht an die Folgen dieser Politik gedacht hat. Und wir erleben seit Jahren eine enorme Emotionalisierung. Und wir nehmen eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was in den sogenannten Leitmedien im Feuilleton zu lesen ist, und der Lebenswirklichkeit der Menschen. Ich bin selber Tag für Tag überrascht, mit welcher Leichtfertigkeit unübersehbare Probleme ignoriert, tabuisiert oder relativiert werden und wie schnell Menschen in die rechte Ecke gestellt werden, wenn sie auf diese Probleme hinweisen. Ja, und was ist Merkels Anteil daran? Also die hat sich ja jetzt eingemischt, sie hat gesagt, das, was in Chemnitz passiert, ist nicht in Ordnung. Das ist ja interessant, weil das ist eine Kanzlerin, die kommt aus dem Osten, und nirgendwo wird es ihr schwerer gemacht zu reden als im Osten, weil jedes Mal, wenn sie da hinkommt, ist das ein Empfang, der zum Teil hasserfüllt ist. Es gab offensichtlich den Glauben, dass es durch die Politik in Deutschland eine europäische Solidarität geben würde, dass sich die anderen Länder in der Europäischen Union Deutschlands Weg anschließen würden, dass es in der Folge zu einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge in Europa käme. Das Gegenteil war der Fall. Ja. Andere sind restriktiver geworden. Auch die Flüchtlingspolitik hat die Europäische Union gespalten. Und es gab wohl die Erwartung, die habe ich noch nie geteilt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der Druck auf die Europäische Union und Deutschland nachlassen werde. Meine Lebenserfahrung sagt mir, der Migrationsdruck wird anhalten. Wir hatten nie mehr Flüchtlinge auf der Welt als heute. Und Herr Biedenkopf sagt ja auch, wir brauchen diese Menschen, also nicht die Flüchtlinge, aber Migranten aus dem Ausland generell, um eben wirtschaftlich dann dahin zu kommen, wo wir hin müssen. Selbstverständlich muss auch die große Volkswirtschaft Bundesrepublik mitmachen beim weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Aber wenn jemand glaubt, dass diese Flüchtlingspolitik dazu führen würde, dass wir den Fachkräftebedarf in Deutschland decken, dass wir damit die ökonomischen Probleme lösen wollen, das soll keiner von mir verlangen, dass ich das glaube. Frau Renner, Sie sind ja für Thüringen dann eine Abgeordnete, das heißt in Berlin, das heißt, Sie kennen beide Welten relativ gut. Sie, welche Verantwortung tragen die Vorgängerregierungen in Sachsen, nämlich die von Herrn Biedenkopf, auch die von Herrn Tillich? Und welche Verantwortung trägt die jetzige Regierung für das, was wir gerade gesehen haben? Flüchtlinge sind nicht schuld an Rassismus. Das ist so falsch und gefährlich. In Sachsen die Invasion von rechten Neonazis. Wir hatten rechtsterroristische Strukturen in Sachsen, die immer auch dort Tote in Kauf genommen hat. Wir werden auch noch einen Vertreter der AfD gleich bei uns haben. Wie gesagt, ein paar unserer Gäste hängen noch in der Luft. Das ist auch ein Thema, dem Flugverkehr über Deutschland diesen Sommer geschuldet. So, jetzt tatsächlich, meine Damen und Herren, es gab mal eine Sendung, die hieß "Je später der Abend für uns, heute Abend gilt es", denn meine Gäste, die in dem Flieger hängen geblieben sind, sind endlich angekommen. Herr Kupala von der AfD in Sachsen, herzlich willkommen, dürfen Platz zu nehmen. Frau Gauss und Herr Schwennecke, die Berliner Hauptstadtpresse ist versammelt. Wie schön, dass Sie da sind. Frau Gauss, Herr Schwennecke, schön, dass Sie noch zu uns stoßen konnten. Aus dem Luftraum zu uns heruntergesegelt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht nach dem Flug. Herr Kupala, wir sind gerade bei der Frage, warum gerade Sachsen? Hat Sachsen ein spezielles Problem, das sich in Chemnitz manifestiert hat, dadurch, dass da Rechtsextreme, die sowohl in Sachsen ansässig sind, als auch eben dann aus anderen Bundesländern gekommen sind, an diesem Wochenende so massiv die Straßen von Sachsen belegt haben? Nun gut, ich denke, dass diese Fälle, die auch im Vorfilm gezeigt wurden, in der Tat nicht schön sind, die wir natürlich genauso verurteilen, auch als Partei, als AfD.
Dass es ein reines Sachsenproblem ist, das würde ich nicht so sehen. Das weise ich auch strikt zurück. Ich habe auch gehört von Herrn Biedenkopf, der zugeschaltet war, was seine Aussagen war, dass Herr Kretschmer jetzt auf Reise geht, auf seine Sachsengespräche und die Bürger im Prinzip zuhören soll, auch beraten soll und Dinge erzählen soll, die Bürger vielleicht beruhigen möge. Ich sage da ganz klar, die Bürger, dieses betreute Denken, was dann im Prinzip vorausgesetzt wird, halte ich für sehr vakant. Denn die Sachsen sind sehr wohl intelligent und schlau genug zu sehen, was passiert. Wir wollen im Prinzip in Sachsen eins. Wir wollen endlich Ergebnisse sehen. Mhm. Oder beziehungsweise die Menschen in ganz Deutschland wollen Ergebnisse sehen, dass endlich was passiert. Das in der Frage der Flüchtlingspolitik, in der Einwanderungspolitik, ja. In der Abschiebung. Wir haben immer noch 700.000 Menschen in Deutschland, die abgeschoben gehören. Die immer noch in Deutschland da sind, die hier immer noch im Prinzip vom Sozialstaat leben, die gehören abgeschoben und diese Dinge passieren in Sachsen. Herr Chrupalla, wenn Sie so reden, muss ich Sie natürlich fragen nach der Mitverantwortung der AfD. Sie haben zu einer dieser Demonstrationen in Chemnitz aufgerufen. Es gab unterschiedliche Tweets. Es gab von Herrn Frohmeier, das ist der ehemalige Chef der AfD-Jugend, der ist jetzt im Bundestag, den Tweet, wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, dann gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Kann man das als Aufruf zur Gewalt verstehen oder sehen Sie das anders? Ich möchte mich jetzt zu den einzelnen Tweets auch von einzelnen Journalisten, die genauso unsäglich sagen, wie zum Beispiel von Herrn Können wir gerne tun, aber zunächst einmal bitte über diesen Tweet, das ist mir wichtig. Ja, wie gesagt, ich will erst mal auf die Demonstration eingehen, von der Sie ich würde gerne wissen, ob das der Aufruf, der zur Demonstration ich ja geführt nicht hat, so, dass es, ob das ein Aufruf zur Gewalt ist. Sehe ich in der Form nicht. Das kann man rein interpretieren, wie Sie es möchten, und ich sehe es nicht so. Sie Aber zu der Demonstration so. Möchte ich noch dazu sagen, die AfD hat bei diesem Stadtfest einen Infostand gehabt, wie alle anderen Parteien auch, und hat diese Demonstration bzw. diesen Infostand um 16 Uhr verlassen. Mhm. Danach sind erst diese Krawalle mit sicherlich auch Neonazis, die dort vorgekommen sind, vonstatten gegangen. Also von daher distanziere ich mich ganz klar und die AfD war daran auch nicht beteiligt. Kann man das so sehen? Nein, kann man nicht so sehen. Also erstmal waren auch AfD-Abgeordnete aus anderen Bundesländern, insbesondere an dem Montag bei dem Aufmarsch, zugegen. Und dann gibt es halt eine Wechselwirkung. Also wenn zum Beispiel der AfD-Kreisverband Hochtaunus schreibt, wir werden die Funkhäuser stürmen und die Journalisten auf die Straße zerren. Wenn zu Selbstjustiz aufgerufen wird und dort die Polizeiketten überrannt wird und die Gegendemonstranten angegriffen werden, dann gehört das zusammen. Und das ist quasi so ein Zusammenspiel, was wir seit Pegida kennen. Nun sind Sie beide politische Kontrahenten und haben das gute Recht, das unterschiedlich zu sehen. Deswegen frage ich meine beiden politischen Beobachter tatsächlich, inwieweit Frau Gauss und Herr Schwennicke. Es gab sogar noch einen schlimmeren Tweet aus Ihren Reihen. In Nordrhein-Westfalen hat jemand getwittert, wenn das Wahlvieh zum Schlachten freigegeben wird, dann hat das Wahlvieh das Recht, sich zu wehren. Also der ist noch schlimmer und noch schrecklicher, der ist jetzt gar nicht aufgetaucht. Gleichwohl bitte ich um eins. Bei diesem ganzen Vorgang Ursache und Wirkung zu sehen und das Primärereignis zu beurteilen und das Folgeereignis zu beurteilen. Ja, tun Sie's vorhin, mal. Wir haben im Auto mit den Handys versucht, die Sendung ein bisschen im Livestream zu verfolgen. Da hat Herr Bosbach für meine Begriffe zu Recht darauf hingewiesen, dass in unserer Branche diese Vorgänge, sagen wir, sehr vorsichtig behandelt werden und nicht gerne thematisiert werden. Der Urvorgang, sprich der Mord an einem 35-Jährigen in Chemnitz und zwei sind auch noch schwer verletzt. Mhm. So. Und ich warne einfach ein bisschen davor, jetzt diese Debatte ausschließlich über die Folgen stattfinden zu lassen. Das muss man tun, da sind schreckliche Dinge passiert. Und darüber aber die Ursache ein bisschen aus dem Blick zu verlieren. Ja. Damit tun wir uns alle keinen Gefallen. Das ist letzten Endes, Frau Maischberger, ein Messprogramm für eine Partei wie die AfD, weil wir dürfen diesen Fehler wirklich nicht machen. Und es tut mir leid, ich hatte bei manchen Zeitungen den Eindruck, dass mit regelrechter Erleichterung sich auf dieses zweite Ereignis gestürzt wurde, was fürchterlich ist, und das erste Ereignis, nämlich der Mord und die zwei Schwerverletzten, erst mal gar nicht vorkam und dann, Gott sei Dank, in Absatz 5 oder 6, und das dürfen wir nicht machen, wir müssen das eine genauso zur Kenntnis nehmen und übrigens auch debattieren und das andere auch. Was läuft in diesem Land schief, wenn Menschen aus unterschiedlichen Gründen, also die einen, weil sie sich draufsetzen, sie haben ein politisches Kalkül, aber andere auch auf die Straße gehen, weil sie das Gefühl haben,
der Staat ist offensichtlich nicht mehr in der Lage, uns zu schützen. Ja. Und gleichzeitig Menschen dann aber auf der Straße sind, die sagen, der Staat ist aber auch nicht in der Lage, mich zu schützen vor den Rechten, die da jetzt galoppieren. Ja. Was läuft schief und wer trägt dafür die Verantwortung? Warum kann diese Emotionalisierung, die Sie zutreffend beschrieben haben, gelingen? Weil viele Menschen das Gefühl haben, dass die etablierten Parteien ihre Augen verschließen vor den Realitäten in diesem Land. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es vor der Kölner Silvesternacht war. Wenn dann einer sich nur getraut hat zu sagen, liebe Leute, wenn das so bleibt, dann kriegen wir auch Sicherheitsprobleme in unserem Land. Das kann so nicht funktionieren. Hattest du keine Chance, das war schon der latente Rassist, der alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellt. Es hat sich geändert mit der Kölner Silvesternacht. Da durfte man auf einmal ungestraft Dinge aussprechen, die vorher tabu waren. Es kam immer darauf an, wie man darüber spricht. Das ist wichtig, in welcher Art und Weise man über Straftaten spricht. Ich rede jetzt von ruhig und sachlich. Wir haben eine stark steigende Zahl von islamistischen Ermittlungsverfahren im terroristischen Milieu. Wir haben fast 1100. Wir haben eine stark steigende Zahl von sogenannten Selbstbezichtigungen. Das sind Leute, die selber sagen, bitte aufschreiben, ich war Taliban, bitte aufschreiben, ich habe bei Al-Qaida gekämpft, weil sie davon ausgehen, dass durch die Selbstbezichtigung terroristischer Gefährder sie nicht mehr abgeschoben werden, obwohl sie kein Aufenthaltsrecht haben, weil ihnen dort menschenrechtswidrige Behandlung droht. Nur zwei Beispiele für die Probleme, die wir haben. Und wenn dann die etablierten Parteien, ich nehme meine gar nicht aussagen, reden wir nicht drüber. Die Probleme gibt es, haben alles im Griff. Deswegen verstehe ich. Dann darf man sich nicht wundern, wenn die Menschen sich anderen Parteien zuwenden. Es wäre doch relativ einfach gewesen. Der Widerspruch kommt aber von der anderen Seite. Frau Renner. Also ich glaube, verantwortungsvolle Politik muss Menschen Ängste nehmen. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Bosbach. Aber vor allem, indem wir auch deutlich machen, schauen wir zum Beispiel auf die Kriminalitätsstatistik, die wir jedes Jahr vorgelegt bekommen vom Innenministerium. Wir haben einen Rückgang, auch signifikant im Bereich der Gewaltkriminalität. Auch einen Rückgang in dem, was ein großes Thema in der Bevölkerung war, Wohnungseinbrüche. Und dann haben wir gleichzeitig den Befund, wenn wir ausländerspezifische Straftaten, also wie zum Beispiel Verstoß gegen das Ausländerrecht, irgendwie wegnehmen, dass wir keine Abweichung haben, wenn wir die Gruppe der Zugewanderten oder derjenigen, die in diesem Land geboren, anschauen. Das heißt, verantwortungsvolle Politik muss Menschen durch Fakten Ängste nehmen und sie muss dort, wo zum Beispiel soziale Entsicherung, natürlich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, ob ich in der Zukunft tatsächlich auskömmlich leben kann. Ich mache mir Sorgen, ob meine Kinder den Wohlstand halten können und so weiter. Wenn diese umgemünzt werden auf rassistische Ängste, auch da hat natürlich Politik Verantwortung zu sagen, lasst uns über Entsicherung reden, lasst uns über Ängste reden, aber doch nicht, indem wir tatsächlich Sündenböcke schaffen und zum Beispiel Themen auch vermischen. Herr Bosbach, wir haben über die Frage gesprochen, was ist dort auf diesem Volksfest eigentlich passiert? Können wir auch nicht klären heute. Da sind Männer offenbar, möglicherweise alkoholisiert, aneinander geraten und es kam zu Gewalttätigkeiten. Das ist etwas, was wir auf vielen solchen Großveranstaltungen feststellen. Das hat mit der Herkunft der Menschen überhaupt nichts zu tun. Lasst uns nur kurz zur polizeilichen Kriminalstatistik. Da haben Sie sich Dinge rausgesucht, die in dem Fall keine Rolle spielen. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2016, neuere Zahlen sind noch nicht valide, weisen aus, dass bei Tötungsdelikten die Flüchtlinge mit einem Faktor 10 mehr beteiligt sind als hier lebende Bevölkerung. Wenn das BKA sagt, überwiegend sind die Opfer selbst Migranten, macht das die Sache nicht besser. Erstens. Und zweitens, wenn dann sofort, ich warte eigentlich darauf, kommt, ja, das sind eben alles junge Männer und bei jungen Männern sind eben Tötungsdelikte mehr an der Tagesordnung als bei älteren Damen. Auch da hat Christian Pfeiffer, der Kriminologe aus Hannover, früher Justizminister in Niedersachsen, erhoben, auch in der Referenzgruppe der jungen Männer hier überdurchschnittlich mehr Tötungsdelikte. Und dagegen können Sie mit Wohnungseinbrüchen, es tut mir leid, nicht anreden. Und wenn dann solche Dinge stattfinden, wie jetzt in Chemnitz oder vorher in Offenburg, wo
praktisch gar nicht darüber berichtet wurde. Die Tagesschau hat gesagt, das sind regionale Ereignisse. Wenn aber viele regionale Ereignisse irgendwann stattfinden, dann wird es ein nationales Ereignis. Also und wenn man das versucht, Platz zu machen, Frau Gauss, nur den einen Satz noch, dann schadet man der Sache, der man eigentlich nutzen möchte. Wo ist denn bei Ihnen, Herr Chrupalla, Schluss? Sie haben gerade gesagt, das, was da passiert ist, das heißen Sie nicht für gut. Gleichzeitig sagt aber Herr Gauland, also wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten. Und das lässt ja alle Interpretationen, offen. Was ist Ihrer Meinung nach denn normal als Reaktion? Nee, ich sag mal so, dass die Menschen der Kamm schwillt, auch in der Folge dessen, dass die Gewalttaten auch nicht abnehmen. Es wird immer wieder versprochen, ja, es wird besser und ich meine, wir schaffen das. Das sind ja die berühmtesten Worte, die wir immer wieder hören. Und es passiert nichts. Der Rechtsstaat ist im Prinzip, hat sich im Prinzip fast aufgegeben. Wir haben Chaos in Deutschland in diesem Bereich. Die innere Sicherheit ist stark gefährdet. Und ich möchte auch zurückweisen, dass es Hetzjagden gibt. Der Chefredakteur der Freien Presse hat das definitiv heute Hetzjagden gab. Und ich fand auch Herrn Seiberts Ausspruch, der die Worte Zusammenrottung von Menschen benutzt hat, als wirklich unsäglich. Damit wird sogar im Prinzip noch, werden die Leute noch provoziert. Das sind Worte, die haben wir gehört, kurz vor der Revolution in der alten DDR. Das hat die alte DDR-Staatsführung benutzt, um damals die Demonstration, die übrigens auch von Sachsen ausging, zu benutzen. Ich halte das für unsäglich. Ich finde auch, was ganz wichtig ist, ja? Wo bleibt denn endlich von einem Politiker mal auch mal eine Beileidsbekundung gegenüber den Getöteten oder den Verletzten, einen Genesungswunsch? Frau Merkel hat sich nach dem Anschlag am Breitscheidplatz ein Jahr Zeit gelassen, den Hinterbliebenen zu kondolieren. Das ist eine Schande, finde ich das. Und das muss man ganz klar sagen. Und noch mal an Sie gerichtet. Ihre Brüder im Geiste, die haben Hamburg in Schutt und Asche gelegt. Ja, befassen sich mal mit Linksextremismus, was wesentlich mehr Auswirkungen hat. Die unsere Gebäude, unsere Büros besprühen, beschädigen, unsere Autos abfackeln. Mehr Auswirkungen als Jagd auf Menschen? Es gab keine Jagd auf Menschen, das weiß ich zurück. Herr Bosbach, was Chemnitz wirklich so interessant macht oder eben auch so außergewöhnlich ist, das haben jetzt jedenfalls viele der Beobachter gesagt, dass nicht nur in unheimlicher Geschwindigkeit eine Art von Welle auf die Straße kam. Es gab Videos eben, die gezeigt haben eindeutig, wie eine Gruppe von Menschen andere Gruppen von Menschen verfolgt haben. Wir haben ja gerade ein Beispiel gesehen. Die wirklich die Frage, die viele umtreibt, ist, es sind sehr viele normale Bürger mitgelaufen. Die haben auch gesagt, ich habe viele gesehen, die dann auch gesagt haben, ich habe hier nur normale Bürger gesehen und das ist einfach ein normaler Protest und wir machen uns Sorgen. Das war kein normaler Gerät Protest. Etwas, aber sie sind gelaufen zum Teil eben inmitten dieser Männer, die den Hitlergruß gezeigt haben, ohne dass übrigens die Polizei dann sofort eingeschritten ist. Ist auch schwierig für die Polizei. Frage, ist das eine besondere Qualität oder gibt es da eine Hemmschwelle, die gefallen ist, wenn ein Teil von Bürgern, die dann einfach mitlaufen und dann ist ja es egal. Das ist ja meine Befürchtung. Ich werde ja schon unruhig, wenn gesagt wird, sogenannte besorgte Bürger. Es gibt in unserem Land Millionen, die besorgt sind, besorgt sein dürfen, die aber nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Aber sie laufen in der Demonstration wollen. Mit. Wenn sie aber mitlaufen, bestärken sie diejenigen, die ganz andere Absichten haben als legitimen demokratischen Protest. Und das bedauere ich sehr. So. Und ich habe das Gefühl, dass viele mitlaufen, weil sie sich von etablierten Parteien alleine gelassen fühlen. Ist es zu weit gedacht zu sagen, da ist in der bürgerlichen Mitte etwas ins Rutschen geraten? Ja, das ist so. Das merkt man aber auch am Stil der Auseinandersetzung. Nur in Sachsen oder ist das etwas, was uns über Sachsen hinaus beschäftigt? Nein, also ich bin ja nur wirklich jetzt lang 46 Jahre politisch unterwegs. Kontroversen hat es schon immer gegeben. Aber die Härte, mit der diese politischen Kontroversen heute ausgetragen werden, nicht nur im Internet, muss ich sagen, die erschrecken mich schon. Die Unversöhnlichkeit. Herr Chrupalla, ich frage Sie deshalb, weil ich weiß, Sie waren ja, bevor Sie zur AfD gingen, waren Sie bei der Jungen Union und haben sehr viele Jahre CDU gewählt. Richtig. Die CDU von heute hat auf welche Ihrer Fragen keine Antwort? Die CDU von heute hat auf innere Sicherheit, im Prinzip auf die ganzen Fragen, Kurt Biedenkopf war für mich ein Vorbild in Sachsen gewesen. Ja. Hat Sachsen mit aufgebaut. Alles, was nach Kurt Biedenkopf gab, war der Abgesang der CDU in Sachsen. Man hat auf die Bürger überhaupt nicht mehr gehört. Das ist der große Punkt. Ich bin Familienvater, ich bin Handwerksmeister, ich habe 3 Kinder, ich mache mir Sorge. Und deswegen bin ich übrigens auch in die Politik gegangen, weil ich gemerkt habe, dass die etablierte Politik für meine Fragen, für meine Probleme keine Lösung mehr hat. So. Und mal ganz unabhängig, weil Sie von der Mitte gesprochen haben. Mhm. Die heutige Mitte,
Die wird deswegen schon als rechts kritisiert, weil sie einfach Kritik an der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hat. Das ist mittlerweile schon rechts. Und daran erkennt man, und die AfD ist nicht durch einen Putsch in den Bundestag gekommen, sondern weil 6 Millionen Menschen diese gewählt haben. Mhm. Das muss man immer wieder sagen. Und die Probleme hat nicht die AfD geschaffen, sondern die anderen etablierten Parteien, die CDU, SPD, die Große Koalition in Berlin und die Große Koalition in Dresden. Also, dass die politische Debatte und ja, alles radikalisiert und aufgeladen ist in Deutschland seit einigen Jahren, das ist unbestreitbar. Die eigentliche politische Debatte wird im Moment zwischen der AfD und den Grünen geführt. Das sind sozusagen die Extreme, weil die Große Koalition so lange zusammen ist und sich lieb haben muss. Da kann nicht groß gestritten werden. Also wird diese Debatte an außen geführt zwischen AfD und Grünen. Aber ich warne wirklich vor einem, Frau Maischberger. Jetzt jeden Chemnitzer und jede Chemnitzerin, die an dem Folgetag auf die Straße gegangen ist, um zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, in einen Topf zu schmeißen mit diesen Leuten, mit diesem braunen, wirklich dieser braunen Brut, die da den Hitlergruß gezeigt haben. Also früher haben wir immer gesagt, komisch, da in Sachsen, da sind die so fremdenfeindlich, obwohl es da gar keine Fremden gibt und Vorfälle gibt es auch nicht. So, ja. Jetzt gibt es aber sowohl Fremde als auch Vorfälle. Und wenn dann jemand auf die Straße geht und sagt, mir passt es hier nicht, hier läuft irgendwas schief, und dann kommt diese Horde, die offensichtlich ja organisiert auch angekarrt wurde dazu, dann finde ich, kann man nicht alle Leute stigmatisieren, ganz kurz noch zu Ende, nicht alle Leute stigmatisieren, die da auf die Straße gehen. Wenn ich in Berlin am 1. Mai das Bedürfnis habe, am Tag der Arbeit für den Arbeitnehmer zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, muss ich auch hinter dem schwarzen Block herlaufen. Soll ich dann bleiben lassen? Soll ich dann bleiben? Nein, ich muss nicht umschwarzen. Das haben die doch aber in Chemnitz auch nicht gemacht. Warum ist denn das, was die AfD macht, im Moment so erfolgreich mit den doch Anwachsen auch im Umfragen? Und wird das sich auch in Wahlergebnissen im nächsten Jahr Ihrer Meinung nach da niederschlagen? Ja, definitiv. In dem Gespräch, was Sie mit Herrn Biedenkopf hatten, wollte er das ja noch gar nicht so richtig zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, er hatte alte Umfragen einfach gelesen. Oder er hatte alte Zahlen. War das gar nicht bewusst, was da... Es ist doch klar, wenn Ereignisse wie diese eintreten, und zwar regelmäßig, dann nutzt das den Parteien, der Partei in dem Fall, die immer gesagt hat, hier läuft was schief. Die anderen haben gesagt, wir schaffen das. Die CDU und die Kanzlerin Merkel haben gesagt, wir schaffen das. Das sind für viele Menschen Belege, dass das mit dem Schaffen ein bisschen schwierig ist. Also lenkt das Wasser auf die Mühlen der AfD. Deswegen mein Plädoyer, diese Debatte und dieses Thema nicht ausschließlich der AfD zu überlassen, in den Händen der AfD, entschuldigen Sie bitte, Herr Chrupalla, ist in meinen Augen dieses Thema nicht gut aufgehoben. Weil es aber so weiterläuft, wie es die ganze Zeit schon läuft, wird es auch so sein, dass die AfD übrigens, also wir haben in drei ostdeutschen Bundesländern nächstes Jahr Wahlen, dass in allen drei Bundesländern diese Partei, like it or not, sehr stark abschneiden wird.